Ja, hallo Frau Dieke Guten oder Tag. Mrs. Handwerk auch genannt. Ich wurde hier zu einem Verhör eingeladen. Genau. Das Video kommt euch bestimmt bekannt vor. Das hatte ich vor knapp einem halben Jahr auch schon mal hochgeladen gehabt. In Klammern das Interview. Und das gleiche machen wir heute mit Mrs. Handwerk auch. Wir haben insgesamt 15 Fragen an dich gerichtet. Und die Fragen hast du vorweg auch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob du das Video noch kennst. Ich kenne dein Video, aber ich kann mich weder an die Fragen erinnern, noch weiß ich, was ich hier soll. Okay. Wer Also, möchte das wissen? die Zuschauer, ich denke mal, das ist für den einen oder anderen ganz interessant, mal zu Okay. wissen, wie du so bist von der Person her. Nicht nur die Mrs. Handwerk, sondern auch die Steffi mal ein bisschen näher kennenzulernen. Und wenn die Zuschauer einfach Fragen haben, dann bitte ich euch, schreibt es einfach unten als Kommentar hin. Und ich würde es loslegen. Ich hoffe, du musst versuchen, dich wirklich kurz und bündig zu halten bei Oh den Antworten. Gott, Wir wollen nämlich jetzt nicht. das ist fast unmöglich. Doch, Okay. das ist möglich. Ich bremse dich dann, ne? Okay. Kommen wir zur ersten Frage. Beschreibe dich mit 3 Wörtern. Mit drei. Kreativ. Lebensfroh. Ja. Sozial. Okay. Mit welchem Werkstoff arbeitest du lieber? Holz oder Metall? Holz. Holz, ne, ganz klar, genau. Was darf in deinem Kühlschrank nicht fehlen? In meinem Kühlschrank? ja, alles. Nimm dir eine Sache. Eine im Kühlschrank. Was dir ganz, ganz wichtig ist. Was du immer Milch brauchst. für meinen Kaffee. Hattest du schon mal Stress mit der Polizei? Mit der Polizei? Richtig oder mal anhalten wegen Auto? Allgemein, ich weiß nicht, was du Nö. mit Nee, noch Polizeiführungszeugnis. nie, noch nie, nee, noch Also nie. wurdest du noch nie mehr von der Polizei angehalten oder sowas? Doch, im Auto schon. Und warum? Also was hast Ja, du? da wollte ich halt schön über die gestrichelte Linie auf einer Kreuzung in meine Wohnstraße einbiegen, was man aber gar nicht durfte. Da ging nur geradeaus, aber war spät, ich wollte da jetzt rein, ohne ewige Umwege zu machen. Aber ich habe es mit einem Augenzwinkern und Quatschen weggekriegt. Oh. Ohne Strafzettel. Okay. Was würdest du tun, wenn du unendlich viel Geld hättest? Unendlich viel Geld. Meine kompletten Schwestern und Eltern, dass sie versorgt sind, alle komplett schuldenfrei sind und sich kaufen können, was sie möchten. Und dann würde ich ganz, ganz viel spenden, glaube ich. So schätze ich dich Für auch ein. Kinder und Tiere auf jeden Fall. Ja, da kommt wahrscheinlich wieder diese soziale Mitgefühlkomponente. Ja, ich würde es, glaube ich, ganz viel spenden und natürlich auch, dass ich und meine Kinder gut leben und ja, alle, die ich liebe. Ja. Hast du Kinder? Ja, zwei Mädchen. Okay. Wie alt sind die? Die sind aktuell 9 und 6. Okay. Was war früher dein liebstes Schulfach? Mein liebstes Schulfach früher? Kunst und Deutsch. Ah. Nicht Mathe? Durch den Lehrer, glaube ich. Nee, Mathe nicht. Überhaupt nicht. Da wollte ich immer andere Rechenwege, die ich nicht durfte. Ach so, Ja. erzähl mal ein Beispiel. Ja, na, Lösungswege, wie man zu einem Ergebnis kommt. Und ich war dann, glaube ich, ein bisschen zu weit und zu kreativ. Und es war nicht der Sinn, einen neuen Lösungsweg zu finden, sondern das genau auf diesen Lösungsweg zu dem Ergebnis zu kommen, und das bin ich überhaupt nicht. Also ich möchte ja andere Okay. Wege finden, um zum Ergebnis zu kommen. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten? Auf meine Kinder. Was ist dein nächstes Projekt? Mein nächstes Projekt? Mein nächstes Projekt. Allgemein im Leben, ich weiß es nicht. Oder hast du dir irgendwas vorgenommen? Das muss ja jetzt nichts mit Bauen zu tun haben, ne? Ach so, es muss nichts mit Bauen zu tun Aber es kann auch was mit Bauen zu tun haben. Was möchtest du unbedingt machen? Was strebt dich haben. an oder ist in Arbeit?
Ja, da ist im Moment ganz viel in Arbeit, deswegen ist das jetzt schwierig zusammenzufassen. Okay. Also mein nächstes Projekt würde ganz viel in einer Wohnung beinhalten. Okay. Wie oft schaust du täglich auf dein Handy? Oh. Stündlich. Stündlich, okay. Das ist echt viel geworden, ne? Wenn man so früher bedenkt, ne? Was ich, wo man früher Prepaid-Handys hatte, da hat man fast gar nicht drauf geguckt. Also viele meckern wegen dem Handy. Das ist natürlich auch richtig, aber für mich ist es auch ein ganz großer Gewinn, weil meine ganzen Schwestern und auch Eltern, die sind alle verstreut in Deutschland und also so frei, wie man dann kommunizieren kann, sei es schnell mal über Sprachnachrichten oder so, war eben einfach vorher nicht möglich. Und deswegen schätze ich das auch sehr. Hm. Ja. Wenn du eine berühmte Persönlichkeit, egal ob lebendig, treffen dürftest, wer wäre es und warum? Eine berühmte... Ihr könnt jetzt schon tot sein oder auch noch leben, ne? Beispielsweise Elvis Presley oder was weiß ich. Ja, überlege ich gerade. Eine berühmte Persönlichkeit, die... Ich muss ehrlich gestehen, dass ich nicht so wirklich berühmte Persönlichkeiten als Idole hatte in meinem Leben. Und deswegen... Also... Mir hat es immer mehr im Leben gegeben, die Freunde und die Familie, die ich um mich herum hatte. Also ich habe jetzt nie jemanden megamäßig angehimmelt, den ich jetzt unbedingt treffen wollen würde. Ja, so sehe ich das auch. Also ich glaube, ich hatte das identisch geantwortet gehabt. Jetzt echt? Dass ich da kein Vorbild habe im Leben und auch kein Hinterherrenne oder als Idol sehe. Nee, das sind dann eher so Charaktereigenschaften von Eltern oder Geschwistern oder Freunden. Und ja, diese waren für mich immer Idole, würde ich so sagen, ja. Welche Kindheitserinnerung hat dich besonders geprägt? Oh, da gibt es aber viele. Kindheitserinnerungen... Achtung, deine Mutti guckt zu. Ja, eben. Nichts Negatives. Nein, also... Die mich besonders... Was heißt geprägt? Vielleicht eine schöne Kindheit, selten. Ich hatte eine schöne Kindheit, ja. Und da haben uns natürlich viele Momente geprägt. Ich finde, mich da auf eins festzulegen, finde ich schwierig. Es sind natürlich Momente, die einem passiert sind, wo ich mal einmal im Leben Krankenhaus gelandet bin durch Freunde. Aber warum? Also das könnte ich dazu erzählen mal. Was? Warum bist du im Krankenhaus gelandet? Da habe ich mit meiner Freundin und zwei Jungs gespielt. Und da sind wir auf eine verbotene Baustelle, also auf seinen Sandberg. Und wir sind hochgeklettert und die Jungs haben mir mit Steinen und Brocken geschmissen. Und dieses Bild habe ich tatsächlich noch im Kopf, wie so in so einem Trickfilm, ja, wo so diese Sterne und schwarz und ich nur diesen Brocken auf mich zufliegen sehe und du bist wie starre und kannst gar nicht mehr reagieren. Und den habe ich ins Auge gekriegt. Mhm. Und da... bin ich wirklich um Haaresbreite nicht erblindet, weil nur ein Millimeter tiefer oder so, dann wäre die Netzhaut so beschädigt gewesen, dass das nicht mehr reparabel gewesen wäre. Ja, aber das sind so Erinnerungen, aber ansonsten prägen mich ganz viele. Also ich würde sagen, die Zeit mit unseren Haustieren, würde ich sagen, haben mich sehr geprägt und mit meinen Schwestern so, ne? Manche auch, ja, manche DDR-Schulzeiten, glaube ich, haben mich auch sehr geprägt. So Unterrichtsformen und so. Also positiv, negativ oder? Sowohl als auch. Also dieses, also ich glaube, ich bin so ein Freigeist. Und dieses, also ich war ja ein Jungpionier. Und dieses Strenge nach einer Form streben und müssen, glaube ich, hat mich als Kind in der Grundschule schon abgeschreckt. Also dieser Morgenappell, der da war für uns Pioniere oder Kinder, fand ich eher immer ein bisschen... Wie ging der Gruß? Nee. Sieht man das hier? Freundschaft, im Schatten. Freundschaft. Freundschaft, ich weiß nicht genau. Okay. Das wirkte auf mich bedrohlich. Oh, was mich auch geprägt hat, war die Kontrollsirene, die jeden Abend um 18 Uhr
überall in allen Häusern losging. Hm. Ich habe in einer Platte gewohnt, gelebt als Kind. Wir sind später umgezogen nach dem Mauerfall. Aber da ging immer um 18 Uhr eine Sirene los. Kenne ich aber auch bei uns. Ne? Ja? Ja, ja, auch im Westen. Echt? Ich glaube, ja, ich weiß es nicht so das, genau. Und das war aber irgendwas von der NVA aus, ne? Oder ich bin mir unsicher gerade, ob ich gerade nicht vielleicht Quatsch rede. Aber das war so eine Kontrollsirene, die jeden Abend um 18 Uhr losging. Und ich weiß noch, wie ich mit meiner kleinen Schwester und Freundinnen aus dem Haus, wie wir entweder versucht haben, vorher schnell hochzurennen. Und es wirkte immer sehr bedrohlich, fast kriegsartig, also auf mich. Und das, glaube ich, hat mich sehr geprägt. Also da hatte ich auch viele Albträume und so. Und Angst dann in diesem Moment, entweder bin ich früher, viel früher oder viel später durchs Treppenhaus. Ja. Wie denkst du, sieht dein Leben in 10 Jahren aus? Hast ja dieses Jahr, machst du ja die goldene Dings voll, ne? Die goldene was? Hast du ja bald Geburtstag? Die goldene Henne? Wie nennt man das? Aber du hast ja die nächste Geburtstag. Ach so, ne? Du meinst die Null oder was? Ja, die nächste Null. Die nächste Null. Ja. Und in 10 Jahren, ne? In 10 Jahren, ach du Schande, da bin ich ja 50. Ich dachte, du bist 30. Ja, genau, bin dann erst 30. Ich aussehe wie 20. Nein. Mit 50, wie ich das so sehe, keine Ahnung. Ehrlich gesagt, plane ich nie so weit voraus. Ich bin ein im Jetzt-Lebe-Mensch und bin nicht sehr weit vorausplanend, nie. Bin immer eher sehr spontan. Also auch keine Ziele gesteckt oder beispielsweise? Nee, das setzt mich manchmal unter Druck. Ich kann damit nicht so gut umgehen. Also, ich bin, deswegen glaube ich, ist so Freigeist, hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen, ich bin echt so ein Freigeist. Ich brauche diese Flexibilität, Spontanität und dieses Gefühl, dass ich irgendwie frei entscheide, was ich tue. Und mich jetzt schon in 10 Jahren zu sehen, keine Ahnung, das kann überall hingehen. Also du bist auf jeden Fall noch hier bei Mr. Handwerk in der Werkstatt. Das gucken wir mal, wie weit YouTube uns so bringt, ne? So. Ob das so rentabel ist. Ob ich mir dich noch leisten kann, dann eine kleine Promi, wisst ihr, ein kleines Sternchen. Quatsch, stopp. Welches Buch hast du zuletzt gelesen? Soll ich ehrlich sein? Die Feenschule. Ein Buch mit meiner Tochter für die Schule. Eine Buchvorstellung. Ich muss leider gestehen, ich bin kein Buchleser. Ich entscheide immer aus dem Bauch heraus. Ich bin auch noch nie eine Mami gewesen, die irgendein Buch für irgendwas brauchte. Ich habe mal einmal für eine Schwangerschaft so ein Buch da gehabt. Selbst das habe ich da sporadisch mal eine Seite gelesen. Guckst lieber Videos, ne? YouTube-Videos bis dahin. Ja. Okay. Nee, ich war dann eher so im Leben. Ich lese nicht so. Ja, das hat mich immer angestrengt, so dieses Lesen. Manche entspannt das, aber mir die Zeit zu nehmen, mich hinzusetzen und das zu lesen, nee, bin ich nicht. Wurdest du in der Öffentlichkeit schon mal erkannt? Bist du jetzt hier schon ungefähr? Nee. Knapp über ein Jahr bist du jetzt schon dabei hier? Nee, außer dass du mir mal erzählt hast, dass mich jemand gesehen hätte beim Einkaufen. Ja, hat er mir auf Instagram. Aber das hat er dir auf Instagram gesagt, aber mir in dem Moment nicht. Aber du hast mir ja vorhin eine Geschichte erzählt gehabt mit dem Rucksack. Da hatte ich doch jemand gesehen. Nee, das war über Instagram, ne? Ach so. Ja. Oder mich gesehen, das weiß ich nicht mehr. Da müsste ich mal meine Freundin fragen. Also wurdest du noch nicht in der Öffentlichkeit erkannt? Oder nö. Aber also nur das eine Mal, was du mir erzählt hast da. Oh, genau. Das. Oder mal angeguckt, wo du denkst, oh Gott, der kennt mich bestimmt oder vielleicht auch nicht, dass du so im Zwiespalt warst, dass der dich vielleicht kennt. Nein, oder ich denke, dafür haben wir auch zu wenig gedreht miteinander. Und es ist ja auch eine kleine Sparte. Ne? Wir können ja mal die Zuschauer fragen. Habt ihr Mrs. Handwerk schon mal in der Öffentlichkeit gesehen und nicht angesprochen? Dann lasst mal bitte einen Kommentar da. Ja, genau. Uns mal interessieren. Ja. Nachher ist hier der Nachbar dabei oder so.
Also ja, Nachbarn und Freunde natürlich, ne? Ja, aber sonst. Genau. Ja, das war es doch soweit mit den 15 Fragen. Echt? Okay. Genau, sind wir durch. Schlabberababa. Und ja, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ja. Wir freuen uns auf Feedback bzw. Fragen, neue Fragen. Vielleicht können wir das ja nochmal wiederholen im Duell, wir beide. Vielleicht. Echt? Ne? Wir können wir ja machen, ne? Je nachdem, wie die Zuschauer das finden. Der muss David uns interviewen. Kann er machen, ja. Und ja, ich bin gespannt auf eure Kommentare. Lasst einen Daumen da und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann unbedingt ein Abo. Und aktiviert die Glocke, ganz, ganz wichtig. So. Okay, super. Ciao.